Und damit willkommen zurück, seid gegrüßt mit dem zweigigen Nummer, aber zu denken, und zwei neuen Parts. Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst. Und falls euch gefragt, warum Welt 3 Level 1 und Welt 3 Level 2 schon freigeschaltet sind und das auch, ja. Eventuell habe ich das letzte Mal beim Aufnehmen von Super Mario 3D World vergessen, die Aufnahme anzuschalten. Diesmal läuft sie. Sieht zumindest so aus. Ich hoffe, sie läuft auch so. Tun wir so, als wäre es nichts, wenn nichts passiert. Und starten wir dort, wo wir angefangen haben. Ein paar Animationen fehlen jetzt natürlich. Es ist, vielleicht kann ich das irgendwie mit dazu schneiden. Tun wir mal so, als wäre nichts passiert. Ja, willkommen zurück. Ja, auf geht's in die dritte Welt. Hurra. Ja. Ein bisschen schlecht gelaufen. Wir starten trotzdem jetzt hier in Welt 3.1. Ihr seht schon, ich habe Stempel und 3 Sterne schon geholt, aber wir tun jetzt mal so und machen es. Wir spielen es nochmal. Ich zeige es euch nochmal, wo ich die Stempel geholt habe. Wo ich Stempel und 3 Sterne geholt habe. Ja, mein Schneelevel. Winterlich geht's hier zu. Da haben wir auch die Winterziehen, die Wintermusik, die man zum Beispiel sehr oft in meinen Weihnachtsvideos findet oder in Adventskalender-Projekten. Da würde ich auch mal gern. Oder auch generell zur Weihnachtszeit gerne. Und irgendwie mal ein Vlog oder so gemacht wird. Ein beliebter Weihnachtsziehen auf meinem Kanal. Jetzt hier haben wir einen einen Hubschrauber. Ein Deckel. Sonst haben wir schon den ersten. Wir haben den ersten Stern jetzt hier. Dann geht's wieder raus. Da habe ich nochmal gezeigt, wo es den ersten Stern gibt. Und da sind noch Münzen drin. Jetzt Tanuki. Und da gibt es die Schlittschuh-Gumbas. Ne, hier habe ich noch keinen Stern verpasst. Wo waren die denn, die Sterne? Okay, nur Münzen. Ich finde, hier können wir ein bisschen Schlittschuh fahren. Vielleicht das mal präsentiert kriege. Ja, sehr schön. Das ist so ein Tanuki Mario mit genau Hut im Rollsch, im Goomba Rollschuh. Und noch ein Tanuki Blatt. Sehr schön. Auf Lager. In einen Stern kommen wir nur so ins Tanuki. Der Hase hier hat den zweiten Stern. Den müssen wir fangen. Weil der sich auf der Hase. Besser. Vielleicht jetzt so schön grün. Na. Gefährlich hier. Und dann den zweiten Stern für uns. Sehr schön. Da ist der Stempel. Ihr könnt ihn sehen. Vorsichtig, nicht runterfallen. Da ist der Stempel.
mit einem Schrubbschrub, mit einem Hubschrauber links oder mit einem Tanuki kommt man hier hoch und der dritte Stern. Hier geht's ab ans Ziel. Ich habe es länger für gebraucht, als ich noch nicht wusste, wo die sind. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Ja, jetzt, wo ich weiß, wo sind, geht's schneller. Wo ich weiß, wo die Sterne sind. Und dann wir sind. Ja, Level End. Und dann haben wir beide Levels freigeschaltet. Welt 3, 2 und Welt 3-3, das Spukhaus. So, wir gehen in Welt 3-2 rein. Das haben wir noch nicht abgespeichert. Akrobatik am Gitterzaun. Ja, ihr seht, ich habe schon öfters versucht. Ich bin im ersten Run öfters scheitert von einem Scrolling-Level. Und nur mit der Katze kann man hier auch an den Gittern lang. Und ich ist öfter runtergefallen. Mal schauen, ob ich mich jetzt diesmal besser anstelle. Wenn ich das Level auch schon kenne. Hier Stern Nummer 1. Ja. Scrolling Level. Nein, Katze verloren. Ich habe Tanuki. Und jetzt noch im Angebot. Ja. Und da bin ich schon gestorben. Das Goldene Blatt bringt hier wirklich recht wenig. Verdammt. Den Doktor. Den Hechtsprung habe ich immer noch nicht gelernt. Eine Katze. Das ist doch so ein Sprung, den man hier. So ungefähr. Halbwegs habe ich den jetzt schon gemacht. Das ist der erste Stern. So springen. Oh nein. Oh Scheiße. Da kommt man auch nicht mehr hoch mit einem Wandsprung. Ohne Katze ist das hier ziemlich schwer, das Level. Ohne Katzenglocke. Schön aufpassen, dass wir die Katzenglocke behalten. Dann kann man es nicht mehr an diesen Wänden hier nicht lang. Okay, ich wollte das Item oder die Münze dort drin kriegen. Also den ersten Stern haben wir schon, den müssen wir, dann müssen wir es nicht mehr nachrecken. Geh mal drauf und zack, geh mal rüber. Na komm. Und ich bin genau ausgeschaltet. Oh nein. Was, wie jetzt? Ich hing doch schon. Okay. Im ersten Durchlauf habe ich mir zwei Game Overs geleistet. So ehrlich bin ich. Oha, ein Absprung in Spuren. Das Spiel wird mich schon beim ersten Mal. Was ihr jetzt leider nicht sehen durftet. Und sehr viel Mühe dort gekostet. Oh, jetzt ob. Es ist hier wieder der Wurm dran. Muss das Level zweimal leiden. Tja. Selbst schuld, Zwecki. Dass du meinen Aufnahmenknopf drückst. Dann wird mir eine Lehre sein.
war kein Technikversagen, das war mein eigenes Versagen. Das ist, ich habe einfach vergessen, den Knopf zu drücken. Und die Aufnahme zu bestätigen, zu starten. Menschliches Versagen. Kommt hier selten vor auf meinem Kanal, aber leider einmal im halben Jahrzehnt. Und ja, vielleicht schon 2-3 Mal im halben Jahrzehnt. Ich kann mich dran erinnern, gab es schon mal. Kommt wirklich sehr selten vor, aber oh nein, nicht nur den großen Pilz. So geht es auch. Da sind nur Münzen drin. Da ist gar nichts drin. Später wird es dann schwierig ohne Kerzen-Ding. Lass mal schon zum Checkpoint kommen. Ohne was zu sehen ist das schwierig hier. Game over? Noch nicht. Einen Versuch haben wir noch. Ich kann euch auch mal zeigen, dass das hier so gut wie gar nichts bringt. Das bringt es nur meinen Gegnern was. Normalerweise ist das halt gut für Levels, wo man dann halt alle Gegner ausschalten kann. Und hier in den Levels ist das halt, außer für die Gegner, ist das halt nichts wert. Sag ich mal, ich kann es ignorieren, es ist, wenn ich so konzentriert auf den Kollegen hier war, ein bisschen was hilft der Tanuki, weil dann hier länger in Luft bleiben kannst. Und sowas hier kannst du machen. Die Gegner, wenn die dich berühren. Eine Pilzkatze. Nein. Uff. Ich weiß, dass der zweite Stern. Oh nein! Na komm, uns durch. Uns zurück. Nein, 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 nein. Uff. Knappe Sache. Check the point. Die Katze ist jetzt sinnvoll. Könnte ich da drüben gebrauchen? Nein, das Level scrollt doch. Und ich habe die Katze verloren. Und Game Over. Das heißt, ich fange wieder von Anfang an. Checkpoint. Verloren. Jawohl. Ich hatte gerade einen Schreck. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Will ich das jetzt hier aufnehmen? Wir haben noch Zeitumstellung. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. 3 Uhr ist es. Ich habe um kurz vor 2 Jahren angefangen. Ich habe einen Schreck bekommen. Also jetzt sind so die Zeit verloren. Das nehme ich jetzt schon so lange auf. Schon über eine Stunde auf. Wir haben ja, es ist Sommerzeitumstellung, es ist, ach du Scheiße, da könnte ich jetzt auch noch einen Vortrag halten. Und jetzt Zeit, dass wir das abschaffen. Umstellung auf die Zeiten. Und jetzt automatisch umgestellt. Nein, das war blöd. Ach, Dreck. Ich hätte an der Wand lang gekonnt. Und konzentriert. Weil man die Zeitumstellung redet. Das bringt nichts. Das ist glaube ich das letzte Mal, dass wir es umstellen. Soweit ich weiß, dieses Jahr. Und wurde glaube ich sogar von der Europäischen Union abgeschafft. Und das richtig.
Und die Europäische Union braucht immer für alles ewig lang, bis die Beschlüsse meine Tat umgesetzt werden. Es sei denn, das ist Artikel 13, die Zensur des Internets. Da braucht man natürlich nicht so lange. Es geht schneller. Mal schneller geregelt. Ablauffilter installieren geht einfacher und schneller. Das kann man vorziehen. Na komm, durch hier. Uff. Der zweite Stern und zurück jetzt. Den Katzensprung müssten wir jetzt klappen. Hab Angst. So, Checkpoint. Na komm, Konzentration. Locke und weiter geht's. Hier geht's lang. Oder so. Na komm. Zack. Hier kann man springen. Hier ist der Stempel. Hier ist der Stempel, sagte ich. Müssen wir drehen. Den dritten Stern. Und runter hier. Und ab ans Ziel. Aber sie ist richtig! Verdammt! Okay, check the points. Absicherungskatze. So, na komm, was kriegen wir jetzt hin? Stempel holen. Ach, den haben wir schon. Den dritten Stern haben wir auch safe. Muss man nicht mehr hoch. Zu ruhig. Ruhig, sagte ich. Verdammt. Die Lücke dort. Lücke zwischen den Wolken. Och Mann, das mit den drei Dimensionen auf einmal ist so ein bisschen eine Sache. Ich dachte, weil ich die Level schon kenne, schaffen wir heute ein bisschen mehr, aber ich fürchte, wir schaffen nicht mehr. Stimme ich nach wie vor so blöd an. So, jetzt haben wir alles, wir müssen nur noch ins Ziel kommen. Das ist unsere Mission. Schaff's ins Ziel. Leichter gesagt als getan. In der Lücke dort in den Wolken. Facepalm. Das ist wirklich der Killer. Nein. Ersatzkatze. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Es ist hier mal wieder. Es ist der Wurm drin. Jetzt habe ich keine Ersatzkatze. Ich darf nicht fehlen. Das ist wahrscheinlich sowieso Game Over. Ich fehle. Nein. Ich will aufgeben. Ich glaube, das habe ich auch beim Part, den ich aufgezeichnet wurde, gemacht. Aufgegeben. Weil jetzt alles wieder von vorne muss. Och Mensch. Sieht mich erneut scheitern. Also ihr seht mich jetzt zwar erstmal scheitern, aber so ähnlich wie es bei der nicht gelungenen Aufnahme ab. Ich muss Offscreen spielen hier wieder. Offscreen Training.
nicht das Ganze dreimal durchspielen. Wo ich da runtergeschoben. Es ist halt wirklich. Ich präsentiere euch heute alle Tote, die möglich sind in dem Level. Das ist halt. Gehört auch mit dazu. Das ist. Ich will ja alles vom Spiel präsentieren. Wir können auch die Tote mit dazu. Alles Absicht. Na komm, bald glaubt man mir nicht mal die Ausrede mehr. Ich muss mir jetzt mal hier ein bisschen Contenance. So, erster Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Genau dein, lieber Zuschauer. Dein Name steht da drauf. What the fuck? What the fuck? Nicht mal bis zum Jackpot hat das geschafft. Im nächsten Game Over mache ich aber Schluss hier. Es ist, ich stelle mich hier wieder an. Das geht auf keinen Kurt. Das ist hier wirklich skandalös. Das kann man eigentlich nicht mehr anbieten. Das Level schafft mich. Das ist hier wirklich. Nochmal kurz einen Blick drauf. Ja. Aufnahme läuft. Man glaubt es kaum. Und weiter geht die Reise. Nein. Nein. Ich werde bekloppt. Für die Gegner zumindest. Ich brauche solche Noob-Hilfen. Ich bin zu schlecht. Ach, wir können jetzt nicht mal wechseln. Na toll. Und wie man so kannst du wechseln. Auch unpraktisch. Dafür können wir jetzt schweben. Nein, 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 nein. Ach, das ist doch. Bringt doch alles nichts, wenn man da runterfällt. Tut mir leid für diese Leistung heute. Das ist, kann man ja wirklich nur. Setzen 6. Nicht erbrachte Leistung. Ist ja so. Keine 2 Levels hier geschafft. Und dann ist ja wirklich. Das andere hatte ich schon geschafft. Das ist ja wirklich. Tut mir leid. Weil die Aufnahme nicht geklappt hat, ist halt wirklich. Der nächste Part wird hoffentlich wieder besser. Dass ich diesen Part antun muss. Ist auch nicht schön. So hoch, da wäre ich ja fast in die Schlucht gefallen. Jetzt haben wir eine Chance mit der Katze, irgendwie hochzukommen. So, na komm. Und nochmal ran. Und hops. Und darüber den zweiten Stern holen. Nein, 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 habe ich die Katze und letzter Versuch. Ich bitte außerordentlich um Verzeihung. Ich verstehe jeden Dislike unter diesem Part. Ausnahmsweise. Ihr dürft heute mal disliken. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann ich nach oben. Aber ein Dislike ist auch. Ist diesmal hab ich mir verdient. Was ich hier auf die Beine stelle hier.
diese Leistung zu erbringen. Uff, knappe Wurst. So, jetzt hier nochmal rüber. Das ist echt zum Mäusemelken. Passt ja zur Katze. Es tut mir leid. Was soll ich noch sagen? Gut, ich mach das Level aufscreen weiter und wir sehen uns im nächsten Part. Dann in diesem Level, wenn wir weiter hier im Spukhaus. Das wird hier dann nochmal lustig. Und dann geht's weiter an der Welt 3. Ja, Däumchen nach oben, soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben, soll es euch unterhalten haben. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wenn ihr neu seid, es ist nicht jedes Let's Play-Part, so nicht jeder Let's Play-Part ist so. Es gibt auch bessere Sachen. Es gibt auch, ich habe mich auch schon besser angestellt auf meinem Kanal. Gut, also, habt noch einen tollen Tag. Man sieht sich, haut rein. Ciao, ciao.